gestempelt werden. Zum 25. Mal jährt sich die deutsche Wiedervereinigung in diesem Jahr. Die Mauer ist gefallen und dieses historische Ereignis haben auch Künstler aus Ost und West natürlich mit unterschiedlichen Emotionen wahrgenommen. Anlässlich dieses Jubiläums hat es sich das Schlossmuseum in Bernburg zur Aufgabe gemacht, eine Ausstellung persönlicher Erinnerungsstücke von bekannten Künstlern und Bands zu machen. Und heute hatte diese Ausstellung prominenten Besuch. Pudis-Gitarrist Dieter Quaster-Hertrampf, der hat sich dort umgeschaut und durfte auch ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen. Ein Pudi nimmt das Bernburger Schloss in Beschlag. Dass Gitarrist Dieter Hertrampf, besser bekannt als Quaster, gerade hier für seine Fans Autogramme gibt, ist kein Zufall. Er besucht die Sonderausstellung Künstler Bühne Show anlässlich des diesjährigen Einheitsjubiläums. Denn hier sind auch originale Erinnerungsstücke der Pudis ausgestellt. Es gibt so verschiedene Sachen, aber gut, ganz alte Sachen. Dann noch die Schuhe sind von 73. Aber die sind ja von Ihnen? Das sind meine, ja. Aber solche haben Sie heute nicht mehr. Nee, so eine haben wir nicht mehr an. Ja, nicht. Aber wenn es modern wird, vielleicht, wer weiß. Da ist man ein bisschen höher. Aber also. Die Ausstellung ist gut besucht. Über 500 persönliche Gegenstände von Künstlern aus Ost und West können besichtigt werden. Ein Stück deutsche Geschichte wird hier bunt erzählt. Dabei kann so mancher gleich mal seine Geschichtskenntnisse auffrischen. Dass Deutschland mal nicht zusammen war, sondern getrennt war. Hast du das schon mal gehört in der Schule? Das ist eine lange Mauer, die durch Berlin unter anderem ging. Ja, und Deutschland, das hast du auch schon mal gehört. Das hast du schon mal gehört. Und, ja, und dann gab es den Tag der Mauerfall. Da haben sie die Mauer abgerissen. Und dann war es einheitlich das Deutschland. Ja? Gab es keine Grenze mehr. Also war Deutschland als jetzt. Genau, wie wir es jetzt kennen. Die Gruppe Kinder, die sich hier die Ausstellung anschaut, ist aus einem ganz besonderen Grund hier. Sie sind die Mitglieder von Tabula Rasa, der Band des Bernburger Kinderheims Kids e.V. Für sie hat Pudi Quaster eine ganz besondere Überraschung. Wir haben für euch ein bisschen mal zusammengesammelt. Ja? Da könnt ihr dann ein bisschen mal Zeiten, was alle so Kleinigkeiten gucken. Vielen Dank, danke. Danke. Das ist ja nett. Über 100 Euro hat Quaster heute über CD-Verkäufe eingenommen. Das Geld und ein paar Instrumente will er dem Kinderheimverein spenden. So schnell kann eine Ausstellung Künstler und Besucher verbinden. Übrigens, bis Anfang November werden noch viele weitere Veranstaltungen rund um die Einheitsjubiläums-Sonderausstellung im Bernburger Schloss stattfinden. Nicht nur die